Jo, was läuft, die wunderschönen Menschen? Willkommen auf meinem wunderschönen Kanal und wir starten heute mit einer wunderschönen Reaction. Wir reacten heute auf Samra 1995. Ich habe jetzt lange nichts mehr von Samra gehört. Das letzte war dieses Penthouse-Dach, das war relativ nice. Und jetzt schauen wir mal, was der Bre mit 1995 zu sagen hat. Wir starten direkt rein. Let's go. So, dann hören wir mal, was der gute Samra zu sagen hat. Beat einfach direkt nach dem ersten Klang erkannt, Eminem Mockingbird. Das Lied von Eminem ist schon geil. Eminem Mockingbird, also kann ich jedem ans Herz legen. Auch mal auf den Text achten, wenn ich so gut Englisch kann, mal übersetzen lassen, ist schon mega nice. Geht unter die Haut. Kalte Winternächte, ja nur circa 20 Uhr. Mama weint in ihrem Bauch, mein Kopf und meine Nabelschnur. Was nächtelang bei mir, doch niemand durfte mich berühren. Mein Kopf um meine Nabelschnur. Hat er das jetzt echt wiedergebracht? Mama weint in ihrem Bauch, mein Kopf und meine Nabelschnur. Was Mein Kopf um meine Nabelschnur. Okay, schlechte Line. Oh nee, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf den Song. Richtig geiler Beat, könnte auch ein geiler Text sein, aber er verkackt direkt am Anfang. Kalte Winternächte, ja nur circa 20 Uhr. Mama weint in ihrem Bauch, mein Kopf und meine Nabelschnur. Was nächtelang bei mir, doch niemand durfte mich berühren. Deine Blicke waren wie Hände, ließen Wärme für mich spüren. Lag 2 Monate im Brutkasten, spürte Mamas Puls rasen. Sollte ich's schaffen, glaub mir, wirst du's eines Tages gut haben. Hört die Gebete, die du ständig von dir sprichst. Meine Dunkelheit, die wandelst du zu Licht, Mama. Gott hat es mit uns gut gemeint, er machte, dass ich leben kann. Nicht nur den Geschmack davon, er meint damit dein Leben lang. Wir Mir hat so ein bisschen der typische Samra-Drop gefehlt, so dieses Bam und dann Kick in die Kamera und ja. Aber der Text ist an sich nice, bis auf den Fauxpas am Anfang oder auf den krassen Fehler. Den Geschmack davon, er meint damit ein Leben lang. Wir haben es geschafft, obwohl wir beide lange Angst hatten. Also musste ich raus und mein Versprechen für dich wahr machen. 7. Monat, guck mal, ich kann endlich laufen. Mama, laufe durch den tiefsten Winter, Regen, Schnee und atme Drama. Mach dir keine Sorgen, doch wenn ich's nicht durch den Winter schaffe, hab ich dir im weißen Schnee mit Füßen Spuren hinterlassen. Dunja, du hast mir gezeigt, dass ich nicht einsam bin. Du teilst mit mir die Tränen, wenn ich weine wie ein kleines Kind. Ich konnte dir nicht viel bieten, doch als Freunde mich verließen, nahmst du meine Hand, mein Engel, und du führtest mich durch Kriege. Steine auf den Wegen, weil die Droge mir die Seele frisst. Der Teufel hat mir beigebracht, dass diese Welt gefährlich ist. Ja, der Text ist jetzt nicht so nice. Also es ist Deep Talk, er erzählt so ein bisschen seine Geschichte und so, finde ich an sich schon nice, aber es bleibt halt gerade irgendwie nichts hängen. Aber der Beat catcht mich halt total. Der Beat, der catcht einfach. Den Wegen, weil die Droge mir die Seele frisst. Der Teufel hat mir beigebracht, dass diese Welt gefährlich ist. Werd es nie vergessen und bin dankbar, wenn ich Kälte finde. Denn es machte mich zu dem ich bin. Jetzt bin ich gespannt. Video ist übrigens nice. Bushido, du Kapi, sag mir, wo ich hingehöre. Zwischen Licht und Schatten lebe, zwischen Gut und Böse, erster Groß. Okay, finde ich, das fand ich jetzt nice, den Drop, weil er da Namen droppt. Samra, ne, Alpagan, Kapi, wen noch? Bushido. Alpagan, Bushido, Kapi, sag mir, wo ich hingehöre. Zwischen Licht und Okay. Schatten lebe, zwischen Gut und Böse, erster großer Deal. Doch Samra darf damit kein Brot verdienen. Probleme von der Straße brachten in die Wände Rosenkrieg. Stimmt, das hat er in einem Interview erwähnt, wo bei Bushido gesigned war, hat er zwar voll Fame gehabt und so, aber hat nicht wirklich Patte verdient. Also kein Geld. Was ich ein bisschen schade finde, aber gut, wenn man bei Bushido signed, dann 50-50. Und davon nochmal 50-50. Und dann nochmal 50-50. Doch Samra darf damit kein Brot verdienen. Probleme von der Straße brachten in die Wände Rosenkrieg. Ekelhaftes Drecksbusiness, jeder will dich runterziehen. Doch ich bin wie Phönix aus der Asche, das ist der Unterschied. Negative Schlagzeilen in der Suchfunktion. Ich wünsche keinem etwas Schlechtes, außer nur dem einen. Ich muss im Ghetto gucken, wo ich bleibe. Und wurde durch Rap zu den Besten aller Zeiten. Alles ging so schnell, wenn ich die Zeit Revue passieren lasse. Auf einmal kam der Fame, dickes Geld und viele Platten. Und damit auch Schattenseiten, denn im Ghetto schießen Waffen. Auf einmal stapeln wir Awards und die Gerichte hatten. Mit meinem Talent kam der weiße Benz Designer-Hand. Doch in schlechten Zeiten das Gefühl, als ob mich keiner kennt. Ich schreib Gedanken auf
und mache Geld damit. Doch was bringt mir Geld, wenn man sich ständig damit selber fickt? Danke meinen Brüdern, Mama, Papa und auch meiner Frau. Jetzt bin ich clean, ich kann endlich in den Spiegel schauen. Ich bin selber Bro, finde ich gut, dass du jetzt wieder clean bist. Und mach weiter so. Also bleib am Ball. Mir fällt gerade auf, das Ding hat gar keine Hook, ist durchgehend gerappt, ist aber nice. Und ja, der Beat catcht mich einfach und der Text wurde jetzt auch, der wurde immer besser. Der hat richtig schlecht angefangen mit einer schlechten Line, aber wurde immer besser. Papa und auch meiner Frau. Jetzt bin ich clean, ich kann endlich in den Spiegel schauen. Ich bin selber stolz auf mich, Mama, guck, die Fans warten. Lieber Gott, danke, dass ich endlich als ich selbst da bin. Der Rest kann lieben oder gar nicht erst versuchen. Denn ich bin Samra, Hüseyin Akkuşe. Okay, finde ich auch geil, dass er das seinen echten Namen droppt. Machen viele. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt alles gemacht hat. Ich habe das nicht im Kopf, aber finde ich schon nice. Versuchen, denn ich bin Samra, Hüseyin Akkuşe. Samra ist der Beste. Naja. Jo, ging jetzt aber schnell zu Ende. Das war Samra 1995, Deep Talk vom Feinsten, Beat mega episch, Eminem Mockingbird gesampled. Oder sogar den Beat 1:1 verwendet, ich weiß es gerade nicht. Song war nice, hat ein bisschen schlecht angefangen, wurde dann immer besser, ab der Hälfte richtig gut und gegen Ende echt, hat mir gefallen. Ob ich es nochmal hören würde, weiß ich nicht. Da finde ich Marlboro Rot von Samra 1000-mal geiler, der Real Talk viel besser, Samra mit seiner aggressiven Stimme. Ja, war jetzt eine 6/10, würde ich sagen. Jo Leute, danke, dass ihr das Video geschaut habt. Lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da. Gebt mal eure Meinung zu dem Song in den Kommentaren nieder. Und ihr hört von mir. Peace out.